Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Ausgabe. Und ja, leider ist es eher ein bisschen ein trauriger Anlass. Aber wir schauen trotzdem frohen Mutes weiter nach vorne. Trotz allem, wir müssen darauf zu sprechen kommen. Anfang der Woche hat uns natürlich eine traurige Meldung erreicht. Heidi Keller, wir kennen sie alle als Beatrice vom Traumschiff, ist leider nicht mehr unter uns. Mit 81 Jahren ist sie verstorben. Und ja, wir kennen sie alle und haben sie alle lieb gewonnen in der Serie, in der Reihe Das Traumschiff. Und einen treuen Wegbegleiter, den habe ich jetzt natürlich an ihrer Seite, war er natürlich schon auch. Aber ja, ich sage einfach mal nach Montana, hallo und herzlich willkommen, Nick Walder, grüße dich. Hallo Frank, grüße dich. Schön hier zu sein mit dir. Und nochmal über Heidi Keller zu sprechen. Genau. 8 Jahre warst du jetzt mit ihr zusammen auf dem Traumschiff unterwegs. Ist das so richtig, wenn ich jetzt nochmal so grob die Zahlen im Kopf habe? Ja, seit 2010, als ich dann der Schiffsarzt Dr. Sander wurde, haben wir 7 Jahre zusammen gedreht, aber davor kannte ich sie schon, als meine Frau Christine 1999 eine Episodenrolle gespielt hat, damals in der Bali-Folge, der Millennium-Folge. Und dort lernte ich sie kennen. Und Heide war schon etwas Besonderes. Sie hatte immer meine größte Hochachtung, 38 Jahre lang diese Rolle auszufüllen und immer konstant in diesem Charakter zu bleiben, der Beatrice. Das ist schon enorm und eine tolle Leistung. Das hat sie toll gemacht. Sie war eine wunderbare Komödiantin und hat nicht nur uns Schauspieler abends beim Essen auf dem Schiff oder auf den Landdrehs unterhalten, sondern auch all die Gäste auf dem Schiff, die sie natürlich auch unterhalten hat mit ihrem rheinländischen Charme und die, bei denen sie sicherlich in bester Erinnerung bleiben wird. Ganz genau. Ja, also, wie gesagt, 38 Jahre hast du gerade gesagt. Das ZDF habe ich gerade noch gelesen. Sie bezeichneten sie als die gute Seele auf dem Schiff. War das so? Kannst du das auch unterstreichen? Ja, sie war auf jeden Fall eine gute Seele, die immer ein Ohr hatte für die Passagiere, für die Teammitglieder. Sie war sich dafür nicht zu schade, hatte keine Arroganz. Sie war natürlich eine Diva. Also wenn Heider auftrat im Speisesaal, das war schon immer ein Auftritt. Sie hatte also eine riesige Garderobe auch mit, war immer bestens gekleidet, zu jedem Anlass perfekt, aber wusste auch um ihren Auftritt und hat viel mit Gästen an Bord gegessen, also nicht in der Schauspielriege, sondern auch sich unter das Publikum gemischt. Mhm. Und sie liebte ihren Job einfach und sie liebte das Schiff. Und damals die Zeit mit Wolfgang Rademann war natürlich die schönste Zeit. Und sie war schon etwas Besonderes. Ja, das denke ich mir schon auch, genau. Und wie gesagt, als alles angefangen hat, das war ja wirklich 1981, Weihnachten, da hätte man nie gedacht, dass das wirklich mal so einschlägt und so lange erhalten bleibt. Ich glaube, jetzt wäre dann Zeit für das 40 Jahre Traumschiffsjubiläum, oder? Ja, ich glaube, Sie sind gerade auch dabei, diese Folge zu drehen. Mhm. Und 40 Jahre ist schon enorm. Ich meine, es ist schon eine Mammutserie im deutschen Fernsehen und wird wohl hoffentlich noch lange weitergedreht. Schauen wir mal. Und Heide war auf jeden Fall ein großer Teil davon. Wolfgang Rademann sagt ja immer, Heide Keller ist das Traumschiff und bleibt das Traumschiff. Und ich glaube, mit dem Begriff Traumschiff wird immer ihr Name verbunden sein. Mhm. Was ja wirklich viele nicht wussten oder was man nicht wirklich gleich auf Anhieb mitbekommen hat, sie hat ja auch einige Drehbücher geschrieben oder einige Bücher geschrieben zur Traumschiff-Folgen. Ne? Ja, sie hat es als Schreiberin geschafft, von Wolfgang Rademann akzeptiert zu werden und ihre Drehbücher, die auch ganz schön waren, sehr typisch Traumschiff-Drehbücher, wurden dann auch verfilmt. Ich glaube,
Dupois, oder sie hatte einen Decknamen sozusagen, Richtig, ein genau. Pseudonym. Also es wurde nicht unter Heide Keller geschrieben. Ja, genau. Ja, wie gesagt, wie hast du sie auf dem Traumschiff jetzt sozusagen richtig kennengelernt? Ich meine, du hast zwar jetzt gesagt, du kennst sie schon länger, aber so die Zeit im Traumschiff, da war er dann doch, denke ich mal, auch intensiver zusammen. Wie muss man sich auch grundsätzlich so einen Dreh vorstellen, wenn man jetzt auf dem Schiff ist? Ist es wirklich nach außen hin, sieht man alles schön, blauer Himmel, heile Welt? Und wie ist es Ja, tatsächlich? das versuchen wir natürlich oder haben wir versucht und wird immer noch versucht, das darzustellen. Selbst bei regnerischen Verhältnissen, selbst in der Südsee kann das mal regnen oder bedeckt sein. Dann werden natürlich die Riesenscheinwerfer rausgeholt. Das Traumschiff reist immer mit 8 bis 12 Tonnen Equipment von Kameras bis Bühnenlicht. Und dann werden die Scheinwerfer angestellt und es wird einfach eine heile, sonnige Welt gezaubert. Es ist mühsam, das Traumschiff herzustellen. Die Gäste, die sowas miterlebt haben an Bord, wissen das. Man kämpft mit vielen Bedingungen, also das Wetter, die Häfen, die manchmal nicht anlaufbar sind. Es muss ständig dann ein Drehwechsel stattfinden. Es muss umgeplant werden, kurzfristig. Die Schauspieler müssen aus der ganzen Welt eingeflogen werden. Und dann kommt etwas Ruhiges oder Beruhigendes, Wunderschönes auf den Schirm, das alle Zuschauer lieben um Weihnachten herum. Eine Sendung, bei der man sich entspannen kann, die immer gut ausgeht. Und sie ist etwas komplizierter als ein ganz normaler Dreh, weil man eben nicht in einem Studio oder irgendwo zu Hause in Deutschland ist, sondern fernab in der Welt, wo man sich den Bedingungen stellen muss, die dann da sind. Aber 40 Jahre lang ist es immer erfolgreich abgelaufen. Und Heide war, wie gesagt, 38 Jahre lang davon ein Teil oder ein Teil davon. Und durch die ganzen Wiederholungen wird es natürlich auch allen Zuschauern immer in bester Erinnerung bleiben. Ganz genau, richtig. Und natürlich ja, hat sie viel erlebt. Auch Kapitäne waren es, glaube ich, 5 bislang sowas, wenn ich es jetzt richtig habe. 1, 2, 3. Sascha Hehn war der 4., glaube ich, ja. Und jetzt eben noch Florian Silbereisen. Den hat sie ja jetzt leider so nicht mehr mitbekommen. War sie, glaube ich, am Anfang auch gar Nicht nicht wirklich begeistert, oder? als Kapitän, sondern als Schauspieler, als er damals den Offizier gespielt hat Richtig, da war er in auch mal an der, Bord, ja, stimmt. ich glaube, in der Tansania-Folge, Ja. wenn ich mich nicht recht täusche. Da war er mit seinem Trio, glaube ich, sogar Ja, mit dabei, ne? sie hat auch alle miterlebt und ja, Heide war Rheinländerin. Sie hat es immer gehasst, wenn ich sie nachgeahmt habe, wenn dort Rheinländische so rauskamen und sagte, du kannst das nicht. Und ich habe sie damit genervt, zur Weißglut gebracht. Also immer wenn ich wollte, dass Heide sich regen sollte, dann habe ich einfach versucht, Rheinländisch zu reden, nach meinem besten Wissen. Das hat sie nicht gemocht. Aber sie war eine tolle Geschichtenerzählerin. Immer wenn sie mit am Tisch war, abends oder mittags auf dem Schiff oder auch bei den Landdrehs, wenn wir irgendwo unterwegs waren, hat Heide immer für gute Stimmung gesorgt. Gab es dann auch privat viel Zeit, wenn man so auf Reisen war oder bei Landausflügen, dass er euch auch privat ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, was unternommen habt, auch mit dem ganzen Team oder so? Ja, man hat natürlich immer dann, wenn man am Hafen ankam, versucht mit mehreren Schauspielern sich ein Taxi zu nehmen und dann irgendwo hinzufahren und nicht in den Bus, wo dann das halbe Schiff drin war. Und da waren wir auch ein paar Mal mit Heide unterwegs, haben oft zusammen gegessen. Christine hat viel Zeit mit Heide verbracht, auch wenn ich gedreht habe und Heide nicht gedreht hat, dann waren die oft beim Frühstück zusammen. Und ja, man tauscht sich da natürlich aus und kennt viel voneinander, alle Wehwehchen und viel vom Privatleben.
Es ist einfach schöne Erinnerung, diese Zeit mit Heide, die 7 Jahre als Doc Sander auf dem Traumschiff mit Heide, sind unvergesslich. Und ich muss immer schmunzeln. Es ist natürlich traurig, dass sie jetzt gestorben ist. Glücklicherweise ging es wohl dann auch ganz schnell. Ich wusste auch gar nicht, dass sie krank war. Aber das ist natürlich dann immer gut, wenn man von einem Leiden erlöst wird. Aber ich muss immer sofort schmunzeln, wenn man an Heidi Keller denkt und Traumschiff. Es war 90% der Zeit immer sehr lustig. Aber sie konnte auch sehr ernst sein. Aber ich glaube, das Beste in ihr waren diese komödiantischen Rollen auch im Theater, die sie gespielt hat. Wenn man so ein bisschen gerade ihr bei Wikipedia mal nachschaut, als es viel drinne stehen tut, ja nicht gut, sind ein paar Serienrollen gewesen, aber übers Traumschiff hinaus, was hat sie denn da sonst noch so gemacht? Das ist gar nicht so wirklich festgelegt. Dass sie Ja, vom Theater kam, ja. leider hat das ZDF ihr nicht die Plattform geboten, die ich eigentlich fand, die ihr gebührte. Man hätte sie in anderen Sachen gut einsetzen können, aber das ist eben so beim Öffentlich-Rechtlichen, wenn man so eine dominante Rolle hat, die man dann spielt, scheut man sich immer als Produzent oder als Regisseur, jemanden so dominanten oder dominante einzusetzen, weil, glaube ich, immer die Angst da ist, ach, das ist ja die Stewardess vom Traumschiff. Als guter Schauspieler oder Schauspielerin sollte es eigentlich jedem gelingen, nach 5 Minuten den Zuschauer vergessen zu lassen, dass man eben diese dominante Person ist und sich in die Rolle reingräbt und diese Rolle spielt, glaubwürdig, sodass man eben auch andere Seiten von sich zeigen kann. Aber das hat Heide dann wohl auch in ihrer Theaterwelt gefunden. Dort hat sie ja verschiedenste Rollen gespielt und auch ernste Rollen. Und wie meine Frau Christine immer sagt, man muss beide Schuhe anziehen, einmal Theater und auch Film und Fernsehen, um normal laufen zu können. Und das hat Heide gemacht. Sie hat die Welt bereist. Ja, ich glaube, sie hatte ein ganz tolles Leben und hat ja auch, glaube ich, 1 oder 2 Bücher geschrieben über die Traumschiffzeit. Genau. Wir werden sie vermissen. Auf alle Fälle. Jetzt natürlich so ein paar Anekdoten, die vielleicht so am Set passiert sind. Mal kleine, was weiß ich, Stolpersteine, wo man wirklich. Oder ist alles perfekt immer abgelaufen? Es gab bestimmt doch auch irgendwelche. Nichts, Frank, nichts läuft perfekt ab. Aber immer wenn ich an Heide denke, so Momente, wo die herausstechen, das war meine erste Reise nach Bora Bora, wo wir von dem Zyklon überrascht worden sind, Zyklon Olli, und alle liefen hektisch in der Gegend rum. Wir mussten ausziehen aus unseren Pfahlbauten, diese Häuser draußen auf der Lagune, diese 5 Sterne, wunderschönen Apartments. So kleine Häuschen, wo man mit einem Steg rauslief. Da wurden schon die ersten Strohdächer abgedeckt. Und wir mussten unsere Koffer nehmen, alles zusammenpacken und in Steinhäuser, feste Steinhäuser ziehen. Und alle liefen aufgeregt in der Gegend rum. Nur Heide spazierte ganz gemütlich durch die Anlage und rief: Bora, Bora! Und war total entspannt. Ja, das war Heide. Sie konnte sich nicht darüber echauffieren, dass jetzt gleich eine Naturkatastrophe über uns hereinbrach. Gab es auch mal so schwere Stürme auf See? Habt ihr sowas auch mal erlebt, wo wirklich hier, was weiß ich, Windstärke 10 oder noch mehr? Oh ja, sogar Windstärke 12 zwischen Neuseeland und Australien, und dort ist der Pazifische Ozean sehr, sehr tief. Das heißt, die Wellen sind keine kurze Wellen, sondern lange Wellen, und da liegt man dann im Bett und das Schiff geht nach oben, 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 langsam, 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 und irgendwann geht es dann wieder runter. Das ist wie Fahrstuhlfahren die ganze Nacht. Mir ist es gut bekommen. Ich bin total seefest. Mir wurde nie schlecht. Und ich glaube, Heide war auch sehr seefest. Muss man ja langsam werden nach so vielen Jahren. Sonst könnte man gar nicht aushalten. Allerdings, allerdings, das glaube ich ganz genau. Und was sind so die schönsten Drehs gewesen, wo jetzt du natürlich dabei warst? Gibt es da irgendwelche Momente, wo du sagst, also
Das war unvergessen. Eigentlich Es alles gab irgendwo, eigentlich ne? nur schöne Drehs, ja. Damals Bora Bora war natürlich auch, Wolfgang Rademann hat mal gesagt, Junge, das Erste, was du zu tun hast, ist eine Reise nach Bora Bora. Und von da aus geht das nur bergab. Also das stimmte natürlich nicht. Es waren immer noch in den letzten 10 Jahren tolle Reiseziele, die er ausgesucht hatte. Und also besonders Asien hat uns sehr gut gefallen. Der Oman, Dubai, also eine Weltstadt. Wir sind ja an so vielen Orten gewesen. Ja, alles war irgendwo ein Highlight. Also Bali war für uns immer so ein tolles Reiseziel. Das wurde ja damals auch gewählt, als dann kurzfristig Japan ausfiel. Wir wollten ja Japan drehen, das wurde später danach geholt. Aber Bali sind wir oft gewesen, mit dem Flieger hin oder auch mit dem Schiff dort angedockt. Und das war so für uns immer so ein ganz besonderes Highlight. Aber ansonsten war jedes Reiseziel interessant, immer anders. Und das beweist natürlich auch die Popularität des Traumschiffs, das immer noch gezeigt wird und gedreht wird. Naja, klar. Und wie war es mit ihr beim ja, Disziplin am Set? War oberstes Gebot oder wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn Eine wirklich hier der Deadline da war, ja. sehr disziplinierte Kollegin, die es sich aber auch nicht nehmen ließ, wenn sie einen Witz raushauen wollte, dann wurde kurz unterbrochen und dann hatte Heide das Wort und dann wurde es rausgehauen. Es kam ein Riesenlacher, aber dann war sie auch gleich wieder der absolute Profi, der sich auf die Szene konzentrierte und sie versuchte immer das Beste rauszuholen aus jeder Szene. Jetzt haben wir natürlich auch mitbekommen, klar, unter Wolfgang Rademann war natürlich hier, sagen wir mal, ein eingeschworenes Team beisammen. Es hat gepasst, es war familiär und glaube, als er jetzt nicht mehr war, ist doch ein bisschen, das Ganze ein bisschen hektischer geworden. Würdest du das auch so sehen? Ja, das war ja für mich auch der Grund, dass ich damals dann gesagt habe, so jetzt reicht's, jetzt ist es genug. 10 Jahre sind rum, insgesamt 20 Jahre mit dem Traumschiff unterwegs gewesen, also seit 99 damals, als es das erste Mal auf dem Schiff war. Damals war es ja noch die MS Deutschland, später dann die MS Amadea. Und ja, es war, als Wolfgang nicht mehr da war, tat sich ein Riesenloch auf. Es war so ein bisschen mehr Business as usual. Man hat gedreht, aber es waren keine jetzt riesen besonderen Vorkommnisse mehr. Bei Wolfgang wusste man nie morgens, wie der Tag ausgeht, weil er hatte immer irgendeine Überraschung und irgendwas ausgeheckt oder besondere Highlights für uns präsentiert. Durch Busfahrten, die er organisiert hat, und hat sich immer gefreut wie Bolle, wenn wir uns alle freuten und immer staunend wie die kleinen Kinder vor irgendwelchen berühmten, was weiß ich, Moscheen oder Tempeln standen. Und er hat das immer alles organisiert und Wolfgang machte diese Reisen einfach interessanter und machte diesen Job zu etwas Besonderem. Nee, das ist dann schön, wenn man da irgendwo auch ans Set kommt und sich sozusagen heimisch fühlt, ne? Also, denke ich mal, für euch als Schauspieler. Ja. Ja, wunderbar. Haben wir doch wieder ein bisschen nochmal was über die liebe Heide Keller nochmal erfahren. Und ich denke mal, sie wird uns allen so in Erinnerung bleiben, wie es auf dem Traumschiff war. Und da gibt es ja jetzt gerade genug Material wieder, was gezeigt wird, was ZDF wieder ausstrahlt. Viele Folgen, auch in der Mediathek. Man kann wirklich nochmal Traumschiff alles Revue passieren lassen. Ja. Ja, man kann sich sogar DVD-Sets kaufen. Ich glaube, hier sind immer so Genau. fünf Episoden hintereinander und kann sie sich immer reinziehen. Es beruhigt die Nerven. Traumschiff ist wie eine Kopfschmerztablette. Es ist alles, die Welt sieht schön aus, nachdem man Genau. Traumschiff gesehen hat. Richtig. Und wir haben es ja jetzt gerade dich ja in Montana ja quasi überrascht sozusagen.
Wie lange bist du jetzt schon wieder drüben? Seit dem 28. Mai sind diesmal ziemlich spät rübergeflogen. Und ja, also Montana, der schönste Fleck auf der ganzen Welt für mich immer noch hier bei uns im Ting, so heißt ja unser Anwesen, das wir in 20 Jahren geschaffen haben. Dieser Sommer war allerdings, wie in Deutschland auch, ungewöhnlich für uns. Wir hatten sehr hohe Temperaturen, also 30 bis 35 Grad die ganze Zeit. Montana ist ja sowieso schon sehr trocken, es hat fast nie geregnet. Es waren sehr, sehr viele Feuer, die auch sehr nah kamen. Und es ist egal, aus welcher Richtung der Wind blies. Es war immer rauchig und bedeckt und nicht sehr schön. Aber ja, vor gut einer Woche hat es dann 3 Tage hintereinander geregnet. Und seitdem haben wir blauen Himmel. Es ist jetzt, glaube ich, irgendwo so kurz 11:45 oder so. Ich weiß nicht, wie lange wir schon reden. Es ist gleich mittags. Und der September ist normalerweise schön. Wir freuen uns auf den September, eines der schönsten Monate hier bei uns in Montana. Und im Herbst geht es dann auch schon wieder rüber nach Deutschland am 15. Oktober. Sehr gut. Und was stehen da noch für Projekte für dich an? Gibt es da was, was man noch kurz erwähnen kann, darf? Ich werde Ende des Monats nach Minneapolis fliegen und dort einen kleinen Film drehen, der schon seit längerem in Produktion ist. Ein schöner Film, ein wunderschönes Drehbuch. Das heißt übersetzt auf Deutsch: Gib mir meinen Sohn zurück. Seine wahre Geschichte über einen Vater, der versucht, seinen Sohn aus einer Psychiatrie rauszuholen. Der Sohn leidet seit 20 Jahren an Schizophrenie und ich spiele dort den Professor, den Psychiater, der eigentlich so die Mauer ist, die der Vater nicht durchdringen kann, die Institution, die medizinische ja, Blockade, die es verhindert, dass er seinen Sohn sehen kann. Ich habe mich entschieden, diesen Film zu machen, weil es erstens eine interessante Rolle ist, aber auch, hoffe ich, ein schöner Film, dieses Thema beleuchten kann. Hoffentlich wird er auch nach Deutschland kommen dann. Denn fast in jeder Familie, man muss da nicht weit schauen, gibt es einen Fall von psychischen Störungen. Und das wird meistens unter den Teppich gekehrt. In meisten Familien ist es peinlich, dass jemand darunter leidet. Und das ist sehr schade, anstatt es offen anzusprechen und sich damit zu beschäftigen, das würde sicherlich den Leidenden helfen, darüber zu sprechen, bevor sich dann jemand umbringt. Im Nachhinein sagt man, ach, hätten wir doch darüber gesprochen. Und dieser Film zeigt auf, dass Menschen mit psychischen Störungen auch wunderschöne Menschen sind, wunderbare Menschen, liebenswerte Menschen sind, die man nicht ausgrenzen darf. Und ich freue mich, diesen Film zu machen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde 10 Tage in Minneapolis sein und Dann geht's dann wieder hier in los. Montana und dann geht es nach Deutschland. Okay, sehr gut. Dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen komm gesund wieder rüber. Gute Rückreise nach Deutschland. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ich sage mal, bis ganz, ganz bald. Gut, Frank, danke dir. Danke fürs Gespräch. Zurück nach Deutschland. Ciao.